Vollkeramik oder Metallkeramik Kronen. Das ist unser heutiges Thema. Und Noemi wird, wenn Sie Fragen haben, zwischendurch einfach einen Chat schreiben und hinterher hilft uns dabei. Und ich begrüße Dr. Zoltán Ovary, unsere Expertenpartner heute von Cosmodent Klinik. Und ja, wie gesagt, heute geht es darum, was ist besser, was ist mehr geeignet, Vollkeramik oder Metallkeramikkronen. Sie benötigen Zahnersatz und möchten gerne wissen, was ist für Sie besser, was ist der Unterschied und welcher ist der bessere Zahnersatz, das werden wir heute noch klären. Und natürlich, der Kostenfaktor ist immer eine ganz große Frage, mit welchen Kosten Sie rechnen müssen und ob die Krankenkasse beteiligt. Das sind so die Fragen und da freue ich mich und danke ich mich nochmal für Dr. Zoltán Ovary. Und ja, meine erste Frage, was ist eine Vollkeramik und was ist eine Metallkeramikkrone? Also fangen wir vielleicht mit dem Vollkeramik an, wenn es ist. Ja, also Vollkeramikkrone, grundsätzlich, was ist eine Krone? Weil damit müssen wir eigentlich anfangen. Eine Krone ist eigentlich ein Zahnersatz, der den ganzen Zahn umgibt, also wie ein Fingerhut auf den Zahn, auf den leicht oder stärker abgeschliffenen Zahn draufgesetzt wird, um den Zahn zu schützen, zusammenzuhalten. Also es gibt verschiedene Gründe, warum ein Zahn eine Krone benötigt. Aber eine Krone ist immer eine volle Abdeckung von dem vorhandenen Zahn. Und hier gibt es dann verschiedene Ausführungen. Grundsätzlich diese Aufteilung, wie die Fragestellung war, Metallkeramik oder Vollkeramik. Und die Bezeichnung bezieht sich auf die Materialien. Vollkeramik heißt, dass es ein metallfreier Zahnersatz ist. Aus verschiedenen Keramiken kann man diesen Zahnersatz herstellen. Da gibt es fast die größte Palette an Materialauswahl. Bei Metallkeramik gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, aber bei Vollkeramik fast unendlich und es kommen immer wieder neue Materialien dazu. Aber grundsätzlich ist eine Vollkeramikkrone eine Krone, die ohne Metallgerüst, also metallfrei hergestellt wird. Und später können wir dann ins Detail gehen, wo es geeignet ist und wo welche Materialien vorteilhaft sind, aber das ist prinzipiell der Unterschied. Und bei Metallkeramik, wenn wir dazu übergreifen können, gibt es immer einen Metallkern, was eigentlich der tragende Gerüst von dieser Krone ist. Also das ist das Material, was widerstandsfähig ist und mit einer Verblendkeramik, also auch mit Keramik verblendet wird. Es sieht zahnfarben aus. Aber diese zahnfarbene Schicht aus Keramik ist auf eine Metallunterlage aufgetragen. Mhm. Es ist richtig, dass der Metallkeramikkrone war die erste Krone und dann die Vollkeramik ist dessen Weiterentwicklung oder kann man das so nicht sagen? Das kann man so sagen. Also prinzipiell geht es ja darum, diese Zähne müssen ja widerstandsfähig sein. Es gibt ja sehr hohe Kaukräfte und sehr oft müssen ja nicht nur Zähne überkront werden, sondern diese überkronten Zähne miteinander verbunden werden, um einen fehlenden Zahn zu ersetzen. Und da spielt die Bruchfestigkeit zum Beispiel auch eine sehr wichtige Rolle. Und die Keramiken haben sich erst in den letzten Jahrzehnten so weit entwickelt, dass sie diesen Kaukräften auch widerstehen können. Mhm. Verstehe. Okay, dann wir verstehen jetzt, was der grundsätzlich eine Krone, eine Vollkeramikkrone und eine Metallkeramikkrone. Jetzt kommt aber sofort die nächste Frage. Welche Vor- und Nachteile haben Metall bzw. Vollkeramik? Also was ist dann, wie kann man das beschreiben? Ja, also welche Vorteile haben Metallkeramikkronen, welche Vorteile haben Vollkeramikkronen? Es hängt alles wieder mit dem Material zusammen. Metall ist ein sehr widerstandsfähiges und ein sehr festes Material. Das ist der größte Vorteil von Metallkeramikkronen. Der zweite Vorteil ist, es gibt natürlich sehr lange Anwendung, also seit sehr langem wird es angewendet. Es gibt eine
eine sehr lange Erfahrung mit diesen Kronen. Die sind sehr gut ausgetestet. Also man weiß fast alles über Metallkeramikkronen oder Metall und Verblendung. Also der Vorteil ist, dass auch großspannige Brücken mit hoher Sicherheit hergestellt werden können. Und von Verfahren her braucht man nicht so viele neue Geräte oder neuartige Geräte, oder man muss in der Praxis oder im Zahnarztlabor nicht so innovativ sein, um diese Kronen herstellen zu können. Also das sind so die Standardkronen, die seit vielen Jahren verwendet werden, und die sind biologisch sehr gut verträglich. Also früher gab es immer Schwierigkeiten mit Metallallergien zum Beispiel. Dann hat man Goldlegierungen genommen, aber Goldlegierungen haben in der früheren Zeit auch Palladium enthalten, was auch allergen gewirkt hat. Aber mittlerweile gibt es sehr gut ausgetestete Metalle in der Zahnmedizin, die diese gängigen Allergene wie Palladium oder Nickel oder solche Sachen nicht enthalten. Und diese Metallgerüste werden dann mit verschiedenen Keramiken von verschiedenen Herstellern verblendet. Wir kommen dann gleich zum Nachteil dieser Kronen. Dadurch, dass der Kern aus Metall ist, können sie nie so transluzent, so durchsichtig wirken wie die eigenen Zähne. Man kann sie natürlich, es gibt sehr viele verschiedene Tricks, wie man sie bemalt, und da gibt es auch sehr geübte Techniker, die das sehr gut machen, aber grundsätzlich von Haus aus, von der Materialwahl her, können diese Kronen nie so transluzent, die Lichtwiedergabe ist ein bisschen anders wie bei den eigenen Zähnen. Also die Metallkeramikkronen sind zum Beispiel nicht so gut geeignet, wenn sie im ästhetischen Bereich neben einem eigenen Zahn stehen müssen. Weil der Vergleich von Metallkeramik zur eigenen Zahn ist natürlich sehr schwierig herzustellen. Und dann bei den Vollkeramikkronen, da kommt es dann sehr stark darauf an, für welchen Zweck die Vollkeramikkronen hergestellt werden. Und da gibt es dann extrem viele verschiedene Materialien mit verschiedenen mechanischen Eigenschaften. Aber grundsätzlich eins der Vorteile von diesen Vollkeramikkronen ist, dass sie teilweise durchlässiger, lichtdurchlässiger sein können wie Metallkeramik. Das gilt aber nicht für die Vollkeramikkronen, die so viel Last tragen müssen, also zum Beispiel auch eine langspannige Brücke, die schon fast so fest sind wie Metallkeramik. Die sind aus Zirkoniumoxid gefertigt, aber Zirkoniumoxid ist auch nicht lichtdurchlässig. Es ist zwar weiß, manchmal störend weiß, und muss auch mit Keramiken verblendet werden, dass das ein bisschen natürlicher aussieht. Aber das ist das Material von den Vollkeramikkronen, von der Vollkeramikversion, was geeignet ist für längere Brücken im Mund. Verstehe ich. Also zusammengefasst Vor- und Nachteile, Vorteile von Metallkeramikkronen, mechanisch immer eine ausreichende Festigkeit, aber im ästhetischen Bereich vielleicht ein bisschen nachteilig. Bei den Vollkeramikkronen kann man immer eine sehr hohe Ästhetik erreichen, aber wo es um die Widerstandsfähigkeit geht, da muss man dann bei der Materialauswahl sehr gut aufpassen. Genau, dann können wir aber eigentlich auch jetzt auf den Punkt bringen, dass es eigentlich der Unterschied ist, auch wo man das ersetzt. Also Unterschied, was besser geeignet ist, wo man das gerade verwendet. Also zum Beispiel Frontbereich oder im Kaubereich, oder? Kann man das so allgemein? Nein, das ist dann, also früher war das so, solange nicht Vollkeramikkronen oder Materialien auf den Markt gekommen sind, aus denen man einen ganzen Zahn herstellen kann. Also früher gab es immer die Methode, ein Metallkern wird verblendet.
oder ein Zirkonoxidkern wird verblendet. Aber die Verblendung ist immer aus einer Keramik, die nicht so widerstandsfähig sein kann, weil das von Hand aufgetragen wird, im zahntechnischen Labor ausgebrennt wird und die mechanische Festigkeit ein bisschen niedriger ist. Aber mittlerweile gibt es Zirkonia oder andere Keramiken, die man nicht verblenden muss. Die können so zahnfarben hergestellt werden, dass sie vielleicht nur ein bisschen bemalt werden müssen. Und die ganze Krone besteht aus einem einzigen Material. Das sind die Monoblock, sagen wir, Monoblock-Kronen. Und diese sind natürlich auch für den Kaubereich sehr gut geeignet, weil bei diesen Kronen gibt es keine Abplatzungen. Das Problem bei verblendeten Kronen ist immer bei hohen Kaukräften oder wenn man irgendwie ungewollt dagegen kommt, dass es leicht abplatzt. Keramik ist ja sehr brüchig. Und diese Abplatzung gibt es bei diesen Monoblock-Vollkeramikkronen nicht. Also sehr oft haben Vollkeramikkronen auch im Molarenbereich auch Vorteile, die Metallkeramikkronen nicht aufweisen können. Verstehe. Okay, also habe ich wieder was dazu gelernt. Und wenn wir jetzt schon bei Lernen sind, sehr oft höre ich das Wort metallfreiem Zahnersatz. Können Sie dazu mal sagen, was ist das eigentlich? Was versteht man darunter? Also metallfreier Zahnersatz, wenn wir jetzt gerade von Kronen reden oder auch andere Zahnersätze, die direkt auf die Zähne aufgebracht werden, wie Inlays zum Beispiel oder Keramikschalen, sind immer irgendwelche Versorgungen, die kein Metall enthalten. Also wie zum Beispiel die Vollkeramikkrone. Also metallfrei ist immer, dass sie keinen Metallkern beinhalten. Hm. Aber in diesem Bereich gibt es dann so viele verschiedene Materialien und so viele verschiedene Anwendungsbereiche, dass das an und für sich, also ein Thema für alleine für sich ist sozusagen. Hm. Bei der Vollkeramikkrone, also Vollkeramik oder metallfreie Versorgung ist das, was man vielleicht ein bisschen genauer erläutert, was wir vielleicht ein bisschen genauer erläutern sollen, weil es hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Man kann damit sehr ästhetische Zahnkronen herstellen, weil, also wenn wir eine Einzelkrone machen, wenn der Zahn darunter stabil genug ist und es geht nur darum, den Zahn ästhetisch zu verbessern oder auch mechanisch ein bisschen zu verstärken, aber es geht um eine Einzelkrone, da gibt es extrem gute Materialien, die von den Lichteigenschaften her sich genauso verhalten wie die eigenen Zähne. Mhm. Man kann also im hochästhetischen Bereich sehr gute Materialien verwenden bei Vollkeramikkronen. Mhm. Was dazu kommt im ästhetischen Bereich, man kann diese Vollkeramikkronen am Computer gestalten. Wir können Zahnbibliotheken herannehmen. Zahnbibliotheken sind verschiedene Zahnformen, die einfach digital abgespeichert sind. Und es gibt da wirklich Hunderte von Zahnformen, die herangezogen werden können. Man kann auch zum Beispiel, wenn man den eigenen Zahn, die Vorher-Situation kennt. Man kann diese Form hernehmen oder man kann aus der Zahnbibliothek eine ganz andere Form hernehmen. Mhm. Aber der Vorteil ist, wenn das am Computer geplant ist und diese Keramikkrone digital, also im digitalen Verfahren hergestellt wird, zum Beispiel mit einer Fräsmaschine, dann kann man garantieren, dass die Form, die bei der Einprobe gemacht wird oder die man auf dem Computer, auf dem Bildschirm sieht, genau die Form ist, die man dann zum Schluss in der Krone drin hat. Oder die Krone sieht dann ganz genau aus. Das ist bei Metallkeramikkronen immer ein bisschen unterschiedlich. Wir können die Zahnform ausdrucken oder hernehmen oder bemalen, aber es wird immer von einem Techniker per Hand aufgetragen. Und da gibt es immer leichte Unterschiede. Es gibt auch
Manchmal erkennt man auch sehr leicht, dass die Kronen vom gleichen Techniker kommen, weil alle Handwerker haben ja so ihren eigenen Stil. Also die wie ein Kunstwerk. Ja, die Vielfalt kann nie so groß werden wie bei den anderen. Also das waren schon zwei Vorteile von metallfreien Kronen. Und der dritte Vorteil ist das, was wir vorhin besprochen haben. Man kann sie aus einem Block herstellen, ohne Verblendung teilweise. Und da gibt es dann keine Ablatzung, was bei verblendeten Kronen, ja, sei es Metallkeramik oder Zirkonium verblendet, auch vorkommen kann. Ich finde fantastisch, dass wir auch hier einfach durch Digitalisierung einen, so einen Vorsprung haben, dass man einfach jetzt wirklich die Erfahrungen und diese Zahnform zusammenträgt und davon dann halt wirklich eine gute Lösung herausarbeiten kann. Ich habe bei dem KZBV-Jahrbuch gelesen, das ist ein Krankenkasseverband, dass immer mehr Kronen werden eingesetzt. Und die führen darauf hin, dass der Lebenszyklus der eigenen Zähne immer länger wird. Also Menschen haben immer länger ihre eigenen Zähne und dadurch mehr Kronen verwendet werden, weil der eigene beschädigte Zahn überkront werden muss. Ich denke mal, diese Tendenz sehen Sie auch in Ihrer Klinik. Ist das so? Also setzen Sie mehr Kronen als früher, oder? Also die Tendenz ist ganz eindeutig. Die Tendenz kommt teilweise daher, weil die Lebensdauer der Zähne größer ist, also auch Alter allgemein, Lebensdauer ist höher geworden. Es werden weniger Zähne entfernt in den Jugendjahren, also durch die gute Versorgung, aber die Zähne nutzen sich dann teilweise langsam ab oder werden dann teilweise doch beschädigt und dadurch werden natürlich mehr Zähne überkronungsbedürftig und diese Tendenz kann ich bestätigen. Aber hier kommt dann eine Sache dazu, was auch ein Vorteil von diesen Vollkeramikkronen, von diesen Monoblockkronen sein kann. Man muss für bestimmte Vollkeramikkronen, also wenn die Materialauswahl gut ist, nur sehr wenig vom Zahn abschleifen. Also das sind die Kronen, mit denen man am minimalinvasivsten arbeiten kann, wenn man Kronen herstellen möchte. Und gerade bei solchen Fällen, wo die Überkronung deswegen erfolgt, weil die Zähne sehr stark abgenutzt sind, da ist die also der Materialverlust bei einem Zahn sehr asymmetrisch meistens. Also man kann sich gut vorstellen, dass die Kauffläche sehr stark abgenutzt ist oder die vordere Kante sehr stark abgenutzt ist, aber außenrum ist der Zahn noch relativ intakt. Und in solchen Fällen kann man mit Vollkeramikkronen sehr, sehr gut erreichen, dass man nur den abgenutzten Bereich ersetzt und in den anderen Bereichen der Zähne nur minimal was abschleift, dass die Krone aufgesetzt werden kann. Also das ist schon ein sehr großer Fortschritt. Und das geht am besten auch in der Planungsphase und auch in der Ausführungsphase über die digitale Verarbeitungsmethoden. Verstehe. Können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie ist das bei Cosmodent, der Anteil von Vollkeramik und Metallkeramik-Lösung? Also welche setzen Sie mehr ein? Also ich habe keine Statistiken parat. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige sage, aber ich vermute, dass wir doch mehr Vollkeramik, Zahnersatz anfertigen in letzter Zeit. Also wo Vollkeramik noch nicht in Frage kommt, das sind kombinierte Zahnarbeiten. Also kombiniert heißt, dass eigene Zähne überkront sind und fehlende Zähne mit einer herausnehmbaren Prothese ersetzt werden. Da ist natürlich, also die Eigenschaften von Metall können da nicht übertroffen werden, zumindest zur Zeit, von Keramiken, weil Metall ist auch ein bisschen flexibler, nicht so rigid wie Zirkonium oder wie metallfreie Keramiken. Aber bei festsitzendem Zahnersatz, wenn wir die Anzahl der Kronen rechnen, dann bin ich mir fast sicher, dass wir metallfrei mehr herstellen, weil wir ja
gerade deswegen, was vorhin angesprochen wurde, sehr oft Vollsanierungen machen müssen. Also wir begegnen immer mehr Patienten, die eigentlich nur sehr stark abgenutzte Zähne besitzen. Und diese Zähne können am besten mit Vollkeramik-Varianten hergestellt werden. Oder? Verstehe. Ja, vielen lieben Dank. Es war ein sehr, sehr interessanter Einblick von dem tagtäglichen Leben auch. Und das war jetzt eine spontane Frage von mir. Und danke schön, dass Sie trotzdem ziemlich genau antworten konnten. Das zeichnet auch aus dem Fachwissen, was Sie haben. Und da bleibt noch eine ganz, ganz spannende Frage für uns zu klären. Wie viel kostet eine Metallkeramikkrone und wie viel eine Vollkeramikkrone? Dass man da ein bisschen Einblick hat, schön, dass Vorteile hat, aber was kostet das wirklich? Also da liegen die Metallkeramikkronen deutlich im Vorteil. Also bei uns bei Cosmodent kostet eine Metallkeramikkrone 280 Euro und eine Vollkeramikkrone, egal welcher Art, 465 Euro. Ja, also das ist doch ein bisschen Unterschied, aber ich denke mal, die Vorteile oder die längerfristige Potenzial ist so viel besser, dass man schon den Gesundheitszuliebe eventuell da nachdenken soll, dass möglichst eine gute Entscheidung trifft. Ja, und von praktischen Fragen her, wie lange dauert, was ist die Bearbeitung, also wenn jemand nach Ungarn reist und Kronenbrücken braucht. Wie lange braucht er zu bleiben für den Metallkeramikkrone und wie ist das bei dem Vollkeramikkrone? Es ist ungefähr, also der Zeitaufwand ist ungefähr gleich. Metallfreie Kronen werden in vielen Arbeitsphasen automatisiert hergestellt, also es wird gefräst mit der Fräsmaschine. Aber in der Planungsphase verbraucht man mehr Zeit für die metallfreien Kronen. Also es dauert viel, viel länger, diese Kronen zu planen, als die Metallkeramikkronen. Also von der Zeit her ist es kein extrem deutlicher Vorteil für Keramikkronen. Und was noch dazu kommt, sehr oft ist bei Vollkeramikkronen auch eine ästhetische Komponente dabei, die vielleicht mehrere Einproben erfordert oder eine genauere Vorplanung erfordert. Und das kann die Zeit natürlich auch ein bisschen verlängern. Also von der Zeit her würde ich keinen deutlichen Vorteil in irgendeine Richtung aussprechen. Okay. Können Sie also uns ein bisschen kurz beschreiben, wie stelle ich das vor? Also ich komme zum Beispiel am Sonntagabend an. Wie verläuft die ganze Behandlung, wie viele Tage und welcher Tag, was erwartet mich, wie viele Sitzungen? Also bei Standard-Kronen-Zahnersatz, wo wir schon wissen, welche Form wir verwenden, also wenn es im molaren Bereich ist, nicht im ästhetischen Bereich ist, oder wenn es im ästhetischen Bereich liegt, aber wir die Vorlage schon haben, es soll so aussehen, wie die alte Krone ausgesehen hat, oder es gibt keine spezielle Änderungswünsche Richtung Ästhetik, dann können wir innerhalb von einer Woche sehr viel erreichen. Also einige Kronen, sagen wir mal. Also es ist wichtig, dass der Biss stabil ist, dass wir da nichts verändern möchten. Aber in einer Woche können wir die Zähne präparieren, sie mit provisorischen Kronen versorgen, dann dementsprechend einen Abdruck nehmen, konventionell mit dem Abdrucklöffel oder digital mit einem Intraoral-Scanner. Und dann geht die Arbeit ins Labor. Dort wird dementsprechend aufgearbeitet, entweder ein Gipsmodell gemacht, einartikuliert, die Zähne aufgewachst und geplant oder in der digitalen Arbeitsweise dann am Computer geplant. Und dann geht es in die Herstellungsphase. Bei Metallkeramikkronen wird der Metallgerüst, das wird mittlerweile auch schon gefräst, also nicht mehr gegossen, aber die Verblendung wird dann per Hand aufgetragen. Sobald die Verblendung aufgetragen ist, das ist eine Phase, wo auf jeden Fall nochmal eine ästhetische Einprobe und eine Passungseinprobe erfolgt, auch bei den Vollkeramikkronen, bevor sie endgültig bemalt werden oder bevor die endgültige Gestaltung ist. Und dann
ein Tag später sind die Klonen fertig und können eingesetzt werden. Also sehr, sehr vieles geht innerhalb einer Woche. Wenn es natürlich sehr viele Zähne sind oder eine Vollsanierung ist, dann brauchen wir schon mehr Zeit. Wichtig ist immer die wichtig ist, dass wir genug Zeit haben für die Vorausplanung, weil die Herstellung selber, das geht in einer Woche vielleicht ein Kiefer oder 10 Kronen oder in 2 Wochen eine Vollsanierung Ober-Unterkiefer, wenn nicht unerwartete Sachen dazwischen sind, wenn die Planung gut ist, wenn wir vorher schon wissen, wenn zum Beispiel alte Kronen zu ersetzen sind, ist es natürlich sehr oft schwierig einzuschätzen, was unter den alten Kronen ist, ob eine Wurzelbehandlung noch zusätzlich notwendig ist oder ob ein chirurgischer Eingriff notwendig ist, wo eine Heilungsphase eingeplant werden kann. Also bei gut vorausgeplanten Arbeiten sind die richtigen Herstellungszeiten sehr gut kalkulierbar und können auch relativ kurz gehalten werden. Ja, also bei uns erfahrungsgemäß bekommen die Patienten immer im Vorfeld ein Angebot, also reisen sie schon mit einem Offerte oder Angebot an und wir kalkulieren für den Kronenbrücken so von Sonntag bis Freitag Aufenthalt mit Einprobe und das meiner Wissen nach bei dem Vollkeramik ist da kein Unterschied zu sehen. Bei größerer Behandlung natürlich 10 Tage oder 2-mal Anreise, aber das ist nicht von dem Kronen abhängig. Ja. Sondern aber, was wir noch gerne haben, ist von Sonntag bis Samstag, also dass wir am Samstag nach der Eingliederung am Freitag, am Samstag noch eine Kontrolle haben. Diese Kontrolle hat sich sehr bewährt. Ja, das muss ich sagen. Auch wir haben sehr positive Resonanz auch von den Patienten, weil es ist nicht zu unterschätzen, dass man mit dem Fremdkörper, also mit dem neuen Krone im Mund, eine Nacht darüber schlafen und am nächsten Tag kann man noch Kleinigkeiten dann wirklich besprechen und verbessern. Also das finde ich ja auch sehr, sehr wichtig. Ja, vielen, vielen Dank. Und jetzt bleibt noch uns immer die spannende Frage mit dem Krankenkasse. Als Deutschland, das ist ein ganz großes Thema. Wie viel zahlt meine Krankenkasse dazu? Was übernimmt es? Und ich denke, ich sage dazu was, weil wir haben uns da immer schlau gemacht. Und es gibt bei den Zahnersatzkosten zu beachten, bei dem Krankenkasse, dass nur eine metallische Krone als Regelversorgung gilt. Ja? Und dafür gibt es einen Festzuschuss. Und im sichtbaren Bereich, Zahnbereich, haben Kassenpatienten zusätzlich einen Anspruch auf eine keramische Verblendung. Ja? Also da kann man einiges machen. Und da gibt es unterschiedliche Lösungen, ob jetzt die Rückseite von den Krone dann Metall ist oder nicht. Das ist dann Einzelfall zu klären. Und ich habe jetzt ein bisschen, ich muss jetzt einen Zettel nehmen, weil es ziemlich kompliziert ist. Also ab 1.10.2020 gibt es diese Bonusregelungen in Krankenkasse und das muss man immer wieder einhalten und gucken. Also bei der Erhaltung der Zahngesundheit einen Bonus in Höhe von 30% zum jeweiligen Festzuschuss zu gewährleisten. Und dieser im Bereich Zahnersatz erhöhten sich Festzuschüsse der Kassen durch das Versorgungsnetz. Also es wird erhöht, wenn Sie regelmäßig Ihre Kontrolle machen und das dann auch dokumentieren und niederlegen. Und der Bonus derzeit erhöht sich mit 50 sogar bis 60%. Da gibt es immer ein bisschen Änderungen, unterschiedliche Kassen, aber das ist in jedem Fall ist ganz, ganz wichtig. Die Metallkeramikkronen werden als Regel bezuschusst. Die Vollkeramikkronen muss man einzeln abklären, aber meistens im Rahmen des Lösungs wird das auch bezuschusst. Und die ganz, ganz große Botschaft von mir, dass die Kontrolle und die regelmäßige dentalhygienische Behandlung, was wir auch schon erwähnt haben in einem anderen Webinar, ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für Ihre Gesundheit, aber auch für Ihre Portemonnaie. Und das unterstützt die Krankenkasse auch, weil der hofft natürlich und hat auch Chance dafür, dann durch die regelmäßige Kontrolle kommen halt weniger Kosten sie später auf sie zu. Ja, genau. Ja, das wollte ich da noch hier erklären. Ich hoffe, dass
Sie alle Fragen hier beantwortet kriegt und haben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, Noemi, haben wir was im Chat? Vielen Dank, also es war sehr interessant. Nein, im Chat sind das jetzt keine Fragen. Also. Hat jemand noch eine Frage, was wir nicht geklärt haben? Ja, okay, super. Dr. Ovari, vielen lieben Dank. Wie immer habe ich selbst auch sehr viel gelernt und war ein toller Gespräch, sehr viel gelernt und wünsche ich jeden sehr schönen Tag. Bedanke ich mich für die Teilnahme. Bleiben Sie gesund. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.